Okay, weiter geht's. Neue Gegner, die Hackentrickser. Da sah einer richtig hässlich aus. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ihr wollt mich doch jetzt alle verarschen, oder? Weiter so, Raimon! Wie geht das? Schüsse funktionieren nicht, aber Lüpfer gehen? Wo ist die Logik? Halt die Ohren steif, Boss. Es ist vorbei. Preis unseren neuen Alien-Herrscher. Heil Alien! Ich habe Angst, Boss. Nein. Gehen wir mal in den Markt rein. Da könnte man ja Spezialattacken kaufen, nämlich das richtige. Ja, das war hier. Wie wäre es mit einem wenig frischen Sushi, mein Junge? Ah, das Wasser wie so scharf. Das Sushi sieht aber sehr verlockend aus, aber ich bleibe lieber bei meinen Fertignudeln bis zum nächsten Gehalt. Mhm. Enemenemu. Ab mit you. Oh, sag mir bitte deiner Mutter nicht, dass ich die Süßigkeiten gekauft habe. In Ordnung. Und du? Oh, sind sie nicht süß? Sind sie die süßen? Ah, die Kätzchen meintest du. Ah, verstehe. Kann ich hier durch? Nein. Minishop, dann. Was kann ich denn alles hier kaufen? Ach, das hier. Aber hier könnte man Spezial. Nein, ich will nichts. Ich will nichts. Vielen Dank für nichts. Und du? Willst du mich verarschen? Oh, komm. Polizeiwagen. Mark. Mark, ist das wirklich wahr? Raimon ist von Alias besiegt worden? Ja, das ist wahr. An der Kirkwood Junior High dasselbe. Als wir dorthin kamen, war alles. Ich verstehe. Ich halte das nicht mehr aus. Wenn wir nur rechtzeitig dort gewesen wären. Selbst wenn wir rechtzeitig dort gewesen wären. Heißt das doch noch nicht, dass wir auch gewonnen hätten. Erik! Erik! Sie sind Aliens, Bobby. Aus dem Weltall. Ich meine. Wer ist Alias? Wir wissen eigentlich gar nichts über sie. Verflixt, wie können wir das nur mit unseren Freunden geschehen lassen? Wie konnten wir Raimon und Kirkwood in den Stich lassen? Ob Aliens oder nicht, wir haben unsere Freunde hängen lassen. Wir werden euch begleiten, Mark. Wir haben noch eine Rechnung mit den Alias Academy offen. Das haben wir alle. Es ist total klasse, dass ihr beide mit von der Partie seid. Mark, wir werden hier warten. Hol uns ab, wenn du bereit zum Aufruf bist. Okay. Sportdrink. Hallo? Man steckt nah im Ding, was? Ah, das sind wohl die Polizei. Okay. Abenteuer Junior High, jetzt bin ich da. Ich habe eigentlich fast gar nichts hier untersucht. Gab es bestimmt irgendwelche Truhen, die ich nicht geholt habe. What the fuck? Wie sind die Gebäude? Bam, übertreib mal. Die Treppe, die davor war, ist jetzt so. Das sieht doch mal interessant aus. Zerstörung pur. Und du? Wurmhallen bringt ja auch nichts. Wir müssen zusammenreißen und dabei helfen, die Schlüssel aufzubauen. Gute Einstellung. 3, 2, 1, hopp. Ach, zu schwer. Und du? Ein Zubatkampf weniger. Autsch, mein Rücken. Und du? Die Schule schläft. Ich weiß, ich rede sehr viel mit den Leuten, aber das ist auch wichtig. Was ist los, du Schwächling? Willst du etwa Baseball aufgeben, nur weil es... Wenn ihr ein Problem habt, damit ich das hier vorlese, ich weiß, beim letzten Let's Play habe ich sehr viel gelesen. Er
gedacht, wir sind Aliens, okay. Okay. Die leveln auch, wenn ich an. Ach so, das war ja das System, ja. Deswegen habe ich auch dieses Spiel geliebt, weil wenn ich ein level, dann leveln auch die anderen gleichzeitig mit. Ah, okay. Irgendwie habe ich keinen Bock auf den, der ist zu langsam. Der hier. Nichts mit dem hier. Das ist schrecklich schwer. Ist schrecklich. Okay, gibt's hier Truhen? Keine Truhe. Dann rede ich einfach mal mit denen. Yeah, wir können durch Menschen gehen. Mark, alles klar? Ja, das Schlimmste habe ich hinter mir. Die Niederlage gegen Aliens Akademie schmerzt mehr. Wir suchen nach Spielern, die uns helfen, die Aliens zu besiegen. Kennst du jemanden aus dem Fußballclub der Umbrella Junior, der sich uns anschließen würde? Was? Sie machen eure Schule platt, verfrachten dich ins Krankenhaus und du gibst immer noch nicht auf? Natürlich nicht. Wir geben niemals auf, egal wie oft sie uns schlagen. Es ist nicht wichtig, wie viele Spiele du verlierst. Solange noch Hoffnung in dir ist, hast du immer eine Chance zu gewinnen. Mark, du hast recht. Kann ich bei euch mitmachen? Ich kämpfe lieber um verliere vielleicht, als gar nichts zu tun und ewig zu bereuen, dass ich nicht einmal versucht habe. Ich kann nicht zulassen, dass so etwas noch einmal passiert. Das sind gute Nachrichten. Komm mit uns. Ich weiß einfach, dass wir Aliens schlagen können, wenn wir alles geben. Ja, wir können es schaffen. Alles klar, Mark. Ich und der Rest des Unbelieferten sind bereit. Wir werden alle hier in der Gegend sein. Sprich einfach die Spieler an, die du anwerben möchtest. Wen möchte ich denn? Ein Kumpel von mir hat den hier angeworben. Also mein Kumpel hat den hier angeworben. Sie nennt mich Cyborg, sollte... Ich nehme mal den einfach mal nicht. Ist das nicht der Captain von dem? Ich nehme mal die Captain. Sehr gut, ich will nicht mehr sein. Ja, kannst dich auf uns verlassen, Mark. Die haben wohl den steht hinter dir. Edmunds hat sich da angeschlossen. Ich nehme einfach mal die Captain. Ja. Ah, jetzt muss ich zu Hauptbahnhof. Jetzt auf einmal ist eine Truhe? Oder habe ich die einfach letztens vergessen? So, meine Leute. Ja, klar. Sehr gut, jetzt noch Bobby. Bobby, was geht? She-Ra hat sich der Gruppe angeschlossen. So, jetzt haben wir unsere Leute. Mark, wir haben unsere 11 Spieler. Sollen wir zuerst nochmal kurz bei der Raimund Junior High vorbeischauen? Nein, hört mal alle zu. Wir werden jetzt auf eine lange und schwierige Reise gehen. Ich möchte, dass ihr alle nach Hause geht und euch von euren Familien verabschiedet. Verabschieden? Du sagst das so, als würden wir nie wieder... Als würden wir sie nie wieder sehen. Meine Fresse. Sagst du was nicht? Keine Angst, wir werden die Aliens Academy schlagen und mit unseren Freunden und Familien feiern, wenn ihr zurück sind. Aber ihr könnt nicht gehen, ohne etwas zu sagen. Meine Mutter würde mir das nie verzeihen. Du hast recht, unsere Eltern würden sich bestimmt Sorgen machen. Trennen wir uns jetzt und gehen zu unseren Familien. Wir treffen uns vor deinem Haus, wenn wir fertig sind. Na gut, ich hasse Abschiede. Ich denke, meine Familie wird ganz schön geschockt sein, wenn ich ihnen aus heiterem Himmel erzähle, dass ich fortgehe. Klasse, wenn wir für eine Weile nicht nach Hause kommen... Was steht da? Schaffe ich in meiner geheimen Süßigkeiten versteckt noch einen Besuch ab? Ach so, startet. Der Fettsack. Gehst du nicht nach Hause, Sharp? Nicht nötig. Wir Sharps
wurden so erzogen, dass wir immer bereit sind, alles sofort hinter uns zu lassen. Geile Erziehung. Meine Mama ist gestorben, ich lasse es hinter mir. Ja, alles klar, Mann. Wir sehen uns bald. Wir sehen uns. Ich gehe jetzt auch nach Hause. Ich muss meiner Mutter und meinem Vater auf Wiedersehen sagen. Und natürlich Opa. Meinem Hitler. So, kleines Gespräch hier. Du bist ruhig, Mark. Ich habe deine Sachen für dich gepackt. Ich weiß, wie sehr du Schmutz förmlich anziehst. Deshalb habe ich dir viele Klamotten zum Wechseln eingepackt. Eine Sekunde, Mama. Woher weißt du, dass ich auf eine Reise gehe? Was denkst du denn, Mark? Ich bin schließlich deine Mama. Weibliche Intuition. All diese Aliens auftauchen. Als diese Aliens auftauchten, wussten wir, dass du nicht damit zufrieden gibst, auf deinem Zimmer zu bleiben und nichts zu tun. Und jetzt hör zu, wir wollen dich nicht mehr sehen, bis du dich um diese seltsamen Aliens gekümmert hast. Und im nächsten Part.